Hallo Leute, hier ist Julian von Skadea und wir wollen uns heute das Thema Merkle Tree ansehen. Es ist jetzt im Vergleich zu den Videos der vergangenen Wochen eher technisch und trocken, aber ich denke ein ziemlich wichtiges Thema, wenn man Blockchain und Cardano verstehen möchte. Ich habe mir jetzt letzte Woche ein Grafiktablet gekauft mit Stift, wo ich zeichnen kann. Da werde ich jetzt probieren, euch das grafisch darzustellen. Sollte ich da Schwierigkeiten haben während des Videos, dann verzeiht mir bitte, aber ich denke, wir kriegen das hin. Ich möchte euch dieses Thema in drei Schritten zeigen. Als erstes wollen wir uns ansehen, was ein Block ist. Dann als zweiter sehen wir uns an, was ein Hash ist und wie Transaktionen bei Cardano aussehen. Und als drittes, mit dem Wissen, können wir ganz einfach verstehen, was dieser Merkle Tree ist. So. Als erstes wollen wir mit dem Block anfangen. Und hier möchte ich euch mal folgende Darstellung zeigen. Jeder von euch hat den Begriff Blockchain schon mal gehört. Und hier möchte ich euch kurz erklären, woher dieser Begriff kommt. Und zwar kommt dieser Begriff von solchen Blocks. Das ist Block 1 beispielsweise. Block 2, Block 3, Block 4 und jeder Block enthält Transaktionen. Also wenn man sich diesen Block oder sagen wir hier diesen Block 2 unter der Lupe ansieht, wir stellen uns vor, das ist eine Lupe und da sehen wir jetzt uns an, was hier drin ist, dann sieht man, dass dieser Block Transaktionen enthält. Transaktion 1, 2, 3, 4, 5. Sprich, dieser Block enthält von dieser Zeitperiode sämtliche Transaktionen. Und welche Informationen der Cardano-Block enthält, das sind eben unter anderem, welche Epoche dieser Block bzw. diese Transaktion stattfanden, welche Slotnummer und eben unter anderem dieser Merkle Tree. Also in jedem dieser Blocks ist, also das ist eine Datenbanktabelle auch, ist eine Spalte Merkle Tree. Und das werden wir dann am Schluss nochmal verstehen, wieso. So, wir schauen uns jetzt dann das zweite Thema an. Das ist der Hash. Was ist ein Hash? Und zwar, hier habe ich einen Hash Generator. Ein Hash ist, ich zeige das jetzt noch mal ganz kurz hier, ein Hash ist eine Funktion, der man einen Input gibt, zum Beispiel ein Textstring, Hello World. So, jetzt habe ich was Falsches gedrückt. So, Hello World. Das geben wir dieser Funktion und der Output dieser Funktion ist ein Hashwert mit Zahlen, Zeichen. Und was hier ganz wichtig ist, ist, dass dies eine Einwegfunktion ist. Von diesem Wert, der Output, kann man nicht mehr einen Rückschluss ziehen, was hier stand. Man kann nur sagen, okay, der Hashwert passt zu dem Output, aber man kann nicht, wenn man jetzt nur diesen Hash hat, kann man nicht sagen, okay, dieser Hash bedeutet Hello World. Und das schauen wir uns hier an nochmal.
Eine Transaktion auf Cardano könnte so aussehen, dass wir sagen, hey, wir haben einen Absender, also Alice schickt an Bob 10 ADA. Transaktionskosten sind 0,00 0,00 ADA und ja, also so könnte eine Transaktion aussehen. Und dann bekommen wir einen Hash. Wenn jetzt irgendjemand hergeht und sagt, hey, wir wollen diese Transaktion manipulieren und sagen, es waren nicht 10 ADA, sondern 20 ADA, dann sieht dieser Hash komplett anders aus. Und das sieht, und das ist eben wichtig, um zu verstehen, was ein Merkle Tree ist. Also, wir haben eine Transaktion, eben nicht mehr dieses Hello World. Ich zeichne das gleich auf der nächsten Seite nochmal. Also wir haben hier jetzt eine Transaktion. Und die geben wir in den Hash Generator und erstellen einen Hash. Und dieser Hash wird dann auf der Blockchain gespeichert. So, wie sieht das aus? Also ganz kurz noch, eine Transaktion auf Cardano ist ein bisschen komplexer, als ich jetzt hier dargestellt habe. Dazu mache ich aber ein eigenes Video noch. Aber grob kann man sich vorstellen, dass eine Transaktion folgende Informationen beinhaltet. Und zwar einmal eben, was für ein Block das Ganze gerade ist, was der Output ist der Transaktion. Und da ist eben ganz wichtig, dass wir hier ja bei Cardano im Gegensatz zu Bitcoin ein ganz neues Konzept haben. Und zwar das UTXO-Modell, wo man eben nicht einfach Geld von A nach B schickt, sondern das eben in mehreren Schritten geht, wo man sagt, hey, man hat also A. Da mache ich aber ein eigenes Video dazu, aber eben Alice schickt an Bob Geld. Alice möchte 10 Bitcoin schicken oder 10 ADA. Und Bob soll eben 10 ADA erhalten. Das wird aber, Alice schickt jetzt nicht 10 ADA, sondern Alice schickt also ihr gesamtes Wallet, ihre gesamte Balance. Und in der Transaktion sieht das dann so aus, dass 10 davon an Bob gehen und 10 gehen wieder an Alice zurück. Und in Summe ist das eben der Output. Und das ist eben hier gemeint. Also die Summe des Outputs. Da mache ich aber noch ein eigenes Video, wo ich das UTXO-Modell und die Transaktionen erkläre. Und da haben wir dann eben auch noch Informationen wie die Adresse und eben Transaktionskosten und so weiter. So, diese Informationen werden gehasht. Sorry, hier nochmal. Also wir haben hier eben Transaktion 1, Transaktion 2, Transaktion 3, Transaktion 4. So, und Transaktion 3, Transaktion 4. Diese Transaktionen, da könnt ihr euch vorstellen, das sind eben diese Informationen, die wir vorhin gesehen haben, die werden gehasht. Das haben wir vorhin auch gesehen.
Das kommt eben im Backend in so einen Hash-Generator, in eine Hash-Funktion. Und da bekommen wir eben Hash 1, Hash 2, Hash von der Transaktion 3 und Hash von Transaktion 4. So, mit dieser Information kann man nicht mehr rückverfolgen, was hier eigentlich stand. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Jetzt, um zu verstehen, jetzt geht es eben Richtung Merkle Tree. Jetzt wird ein Hash gebildet aus diesen zwei Hashwerten. Dieser neue Hash ist der Hash 1, 2. Das gleiche passiert jetzt mit dem Hash von diesen zwei Hashen. Das wird ein neuer Hash 3, 4. Also diese Hash-Werte, könnt ihr euch vorstellen, die werden einfach zusammen nochmal gehasht und ergeben einen komplett neuen Hash. Das gleiche wie hier. Die beiden Hash-Werte werden zusammen gehasht und ergeben einen neuen Hash. So, jetzt wird noch einmal gehasht. Ein einziger Hash bleibt übrig. Das ist der Hash 1, 2 von diesem Hash plus dieser Hash. Hash 3, 4. Also das ist der Hash von 1, 2, 3, 4. Sprich, alle Transaktionen sind in diesem Hash berücksichtigt. Und das ist der so, und vielleicht kriege ich das nochmal schöner hin. Das ist der Merkle Hash. Dieser Hash ist, wenn ihr euch an diese Grafik erinnert, in jedem Block enthalten. Jeder Block hat diesen Merkle Hash drin, der eben die Integrität dieser Transaktionen sicherstellt. So, was passiert, wenn jetzt hier ein Hacker, jemand, der böse Absichten hat, der sagt, hey, er setzt sich an seinen Laptop, schreibt ein Programm, wo er sagt, er möchte hier eine Transaktion ändern und sagen, hey, er ist der Begünstigte dieser Transaktion. Er sagt jetzt, okay, in dieser Transaktion, wo Alice an Bob 10 Ada geschickt hat, da schreibt er jetzt rein, nee, das stimmt nicht. Alice hat an ihn, an er ist der Hacker. Alice hat an Hacker 1000 ADA geschickt. Und jetzt sagt er, okay, Transaktion 3 war diese Transaktion. Was passiert dann? Wir haben gesehen, wenn man hier eine Zahl ändert, wir sagen 1000, plus wir sagen, Alice hat an den Hacker 1000 geschickt, dann ändert sich dieser Hash komplett. Und das passiert hier. Wenn das passiert, dann, jetzt mache ich eine andere Farbe, wenn das passiert, haben wir hier diese Transaktion, die aber einen neuen Hash liefert. Dieser neue Hash, gehasht mit diesem Hash, ergibt wieder einen neuen Input, da der Input ja wieder ein anderer ist. Und da dieser Hash jetzt anders ist als der Hash zuvor, ändert sich auch der Merkle Hash. Und da erkennt man dann, dass die Integrität nicht mehr gewährleistet ist und dass irgendein Wert an der Datenbank manipuliert wurde oder im Ledger.
Und wie kann man eben überprüfen, dass eine Transaktion richtig war? Also wenn du jetzt eine Transaktion durchführen möchtest, dann wird überprüft, hey, ist diese Transaktion richtig? Also sagen wir, wir wollen andere Farbe. Sagen wir, wir wollen in Grün diese Transaktion prüfen. Schauen, ob das so passt. Die Informationen von dieser Transaktion haben wir. Dann können wir uns daraus den Hash ableiten. Und dann sagen wir, hey, wir bräuchten den Hash von Transaktion 1, den Hash 1, also wir bräuchten dann nur das. Und dann könnten wir auf den schließen. Dann hat man diesen Hash und dann kann man eben prüfen, okay, man hat diesen Hash und müsste eigentlich nur mal mit diesem Hash kombinieren und dann kann man sagen, ob man auf den Merkle Tree, auf den Merkle Hash kommt. Wenn dieser eben mit dem Merkle Hash aus der Blockchain von Block B zum Beispiel übereinstimmt, dann weiß man, okay, diese Transaktion ist korrekt und ja, man kann sicher sein, dass hier nichts manipuliert wurde. Ja, das war's mit dem Merkle Tree. Ich hoffe, ich konnte es euch einigermaßen verständnisvoll darstellen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt auch den Zusammenhang zwischen dem Merkle Tree und den Blocks, dass jeder Block den Merkle Hash von all den Transaktionen beinhaltet und dass man so die Integrität der Daten also sicherstellen kann. Das bedeutet, dass die Daten nicht manipuliert wurden. Das ist eben das prinzipielle Konzept von Blockchain. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das nächste Mal werde ich ein Video zu dem UTXO-Modell machen und ein Video, das euch zeigt, wie Transaktionen auf der Datenbank dargestellt werden. Ich wünsche euch einen schönen Tag bzw. schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss.